Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer in 21 zu 9 und ja, wir sind immer noch auf der Suche. Ach, da ist so ein Quarz. Ja genau, nach sowas sind wir auf der Suche gerade. Wir haben nämlich schon drei. Wo ist das denn auf einmal her? Hä? Erstmal ganz gechillt gucken. Da ist noch so ein Quarz. Wir brauchen die Quarz-Dinge, um dieses Eis aufzutauen. Wir haben jetzt drei Stück geschafft. In der letzten Folge haben wir es nämlich geschafft, diese Herausforderung zu meistern. Falls ihr die Folge verpasst habt, könnt ihr einfach oben rechts auf das Symbol klicken auf YouTube und dann kommt ihr auf die Playlist von Genshin Impact. Wohin will uns das Vieh denn locken? Ach, da oben. Oh ne, das ist diese Steintafel. Betrachten. Versuchte, den Fluss der Elemente zu richten, aber der Baum war bereits verweckt, nachdem die Prinzessin begraben wurde. Ja, wir kommen gerade ein bisschen vom Weg ab. Den müssen wir auf jeden Fall besiegen. Da ist ein Siegel, oder der hatte ja diese Muster drumherum. Aber das mache ich, denke ich, nicht in dieser Folge, zumindest nicht jetzt. Ja. Ist auch so ein Quarz. Ah, das ist dieser andere Quarz. Ah, okay. Laufen wir mal zurück. Wobei auf der Karte könnten wir das markieren. Na komm schon. Ausdauer ist immer so ein Problem. Kurz warten. Wobei ich könnte eigentlich dahin klettern. Ich mache deswegen diese Teller-Dinger bewusst nicht an. Ich weiß nicht, ob die das schon auslösen oder ob das nur für den Kampf wichtig wird, dass wir nicht erfrieren und so weiter. Gib mir dein Dings. So, dahin können wir auch direkt fliegen. Nehmen wir das dann direkt mit. Und dann würde ich mal sagen, nach unten. Noch ein Stück. Wo ist das? Ah, wir sind ziemlich hoch. Oh, das ist hier aus. Was nicht in der letzten Episode noch an? Ah, da ist ja was. Ich dachte, die Steine sehen so komisch aus. Ach, da ist noch sogar sowas. Wir müssen aber rushen, weil das Ding ist ja vergänglich. Also dieser Quarz hier, was wir gerade aufgehoben haben. Zack, aufgetaut. Easy. Hat ja auch nur viel zu viele Folgen gedauert. Naja, keine Ahnung. Ich habe ja schon öfters gesagt, falls wir es jetzt nicht schaffen sollten, andere Episoden, da machen wir es nochmal und versuchen es wieder. Ich meine, wäre auch ein bisschen langweilig, wenn wir es nicht alles auf Anhieb schaffen könnten. Aber jetzt möchte ich gerne dieses fliegende Ding holen, weil ich glaube, ich weiß, wo wir hinlaufen müssen. Wieder nämlich den gleichen Weg zurück. Denn auf der anderen Seite dieses Schollenmeer, in Anführungszeichen, gibt es nämlich noch so eine Dockingstation. Wie gesagt, in der letzten Episode haben wir es ja endlich geschafft, hier zu gewinnen. Das ist ja diese Herausforderung, die wir machen müssen. Und da gab es auch eine richtig geile Tour dafür. Genau, hier hin. Und jetzt? Zack. Ja gut, bisschen was. Ich wollte hier aber noch was gucken. Okay, das haben wir auf jeden Fall fertig. Zwei der drei Fragmenten sind aufgetaut. Den Teleporter können wir benutzen. Ah, vielleicht mich mit Ember schon vorbereiten. Zack. Wärmt uns das auf? Ja, das wärmt uns auf. Tut mir leid, aber es ist Absicht. Holy shit, fast genau 1000. Ah, das ist... Ah, wieder so einer. Dieser hier, mach was. So
Hier einfach alle Ultis drauf. Fangen wir erstmal mit denen an. Zack. Haben wir nämlich ein bisschen Flächenschaden durch die Ulti. Vielleicht nicht runterstupsen. Truhe ist offen, aber uns ist ein bisschen kalt. So. Kurz warten. Und dann die Truhe farmen. Ah, da ist sogar ein Monster am Pennen. Wieder einiges Level 2er und 3er. Das können wir auch nochmal versuchen. Holy shit! Ich habe nicht bemerkt, wie er aufgestanden ist, deswegen. Ach, die Puppe hatte komplett ignoriert. Sein Schutzschild baut da aber auf. Ausweichen. Zack. 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 Ah, ja, ja. Ich dachte, ich krieg den noch gedodged. Hab ich keinen Schaden gemacht? Doch, ein bisschen. Zack. Zack. Das war's. Das Wort zum Sonntag. Schweres Horn. Warte. Ne, Milchzahn haben wir gesucht, oder? Irgendwas. Schweres Horn war das nämlich nicht. Ah ja, 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 da chillt einer. That's more like it. Ich glaube, das ist keine gute Idee. I won't let you down. Oh, bitte nicht stecken bleiben. Uns wird kalt. Ich habe nur so eine Fackel gesehen. Holy shit. Erstmal den Teleporter. Ich glaube, ich gehe drauf mit Amber. Holy shit, meine Puppe hat voll viel Schaden oben verursacht gerade. Ach, wir haben da noch was nicht genommen. Hui. Ist schon kritisch mit dem Eis hier. Gut, nächster Check. Den Teleporter haben wir. Hier hätten wir etwas, was wir machen können. Ich will aber... erstmal heilen. Heilen ist immer gut. Ich denke, ich werde versuchen, jetzt das dritte Fragment aufzutauen, damit wir die Mission auch endlich mal fortsetzen können. Wo war das denn noch damals? Achso, hier habe ich was markiert. Dann müsste es wahrscheinlich auch da sein. Bin mir gerade echt unsicher. Wobei, ich kann ja... Missionsziel, habe ich das nicht auf der Karte? Achso. Holy shit, auf der Karte direkt 3 von diesen Strichen. Hier ist aber noch was zum Auftauen. Wenn ich auf der Karte gucke. Eis, also okay, ja. Die Dinger sind ja aktiv, weil ich vergesse es immer. Genau. Direkt schön blau geworden. Okay. Starten. Hier vorne links. Diagonal nach rechts. Unten rechts. Das ist das Haus von Nikolaus. Wenn das jetzt rauskommt. Ja, das ist es. Freeze. Ja, super. Kann ich das überhaupt machen? Dann das hier. Nicht, dass es Zeitlimit hat und wieder alles deaktiviert. Das habe ich nämlich nicht. Na, komm schon. Zack. Und dann das hier. Dann haben wir alles. Na, komm schon. Truhe ist offen. Oh oh. Jetzt sind die echt wach. Kurzer Check. Sind 2. Holy shit. Wie viel Schaden macht Amber? Ich hoffe, dass ich die Wachstelle nicht richtig treffe. Mit der Ulti. 940 Schaden? Oder hat er das gemacht?
Ja. Aus mit dir. Schaut euch die Puppe an. Zack, ich fokussiere mich erstmal auf den einen. Ja, wobei, wenn der andere dazwischen liegt, dann kann ich halt nicht fokussieren. Ups, das war ein bisschen zu weit nach rechts. Was ist mit Ningguang eigentlich? Mir wird langsam kalt. Oh, das Ding ist deaktiviert. Ah ne, die öffnen sich randommäßig. Moment mal. Ist der jetzt an? Ja, der ist jetzt an. Boah, das Schutzschild. Okay, das Ding geht auf und zu immer wieder. Bam! Zack, zack, Ulti. Alles drauf. Ah, wenn er jetzt nicht diese Attacke machen würde. Na komm schon. Richtig unlucky jetzt. Ach komm schon, lass mich doch wenigstens. Lieber den hier. Alter. Ich konnte nämlich wieder nicht ausweichen. Genau, ich wollte gerade fragen, wo ist das nächste Ding? Vielleicht ist doch wieder Dings besser. Noel, wie mit Schutzschild. Ich müsste einfach nur mit. Oh! Wie hat er mich getroffen? Holy shit, was ist denn los mit euch? Ah. Wie mache ich das denn am besten? Ich mag es nicht, wenn ich gegen zwei kämpfen muss. Vor allem seit Weltstufe 2 oder Weltstufe 1 habe ich gar nicht mehr mit denen fighten müssen. Hier die Puppe zur Ablenkung in der Hoffnung. Alter, der hat die Puppe konnte ignoriert. Okay, konnte ignoriert. Mir wird kalt. Ich will die andere attackieren mit Ulti. 1100. Ach, das Ding ist wieder ausgegangen. Ah, das ist echt kritisch hier zu kämpfen, finde ich. Ja, man darf nicht draufgehen. So, Ulti. Zack. Ah. Vor allem, wir müssen auch scheinbar gegen das fette Vieh da noch kämpfen, was hier links campt. Zack. Wie sieht's denn mit Kea aus? Ah. Nicht so gut. Hat er nicht hinten auch eine Schwachstelle gehabt? Aufwärmen, solange es noch hier ist. Naja. Ich bin gespannt, wie es dagegen aussieht. Wir waren schon für den Gegner ein bisschen zu lange, meiner Meinung nach. Ah, super, genau da ist der Hitzeding, die Quelle. Zack. Zack. Ja, wobei Ulti von dieser. Nein. Oh, ich muss mich hierhin bewegen. Mich aufwärmen. Ah, wobei, haben wir. Wenn die Puppe jetzt explodiert. So, jetzt haben wir den anderen. Na komm schon. Weiß nicht, haben wir gegen den gekämpft? Doch, haben wir. Okay, war glaube ich gut gewesen. Wo ist der nächste Heizkörper hier? Holy shit. Wir dürfen vielleicht aber auch nicht zu weit weg. Ist Geo besser? Was sagt denn dieser dazu? Ach, okay. Ah, nein. Gut, dass ich es noch nicht eingesetzt habe, die Ulti. Die Puppe hat er ignoriert. Let's spark them. Hier haben wir die Heizung. Alter. Irgendwann habe ich jetzt. Okay. Bringt das was? Bin mir noch unsicher. Ah, Bomben.
Gib mir mein Schutzschild. What's the hurry? Wo ist der? Da oben. Habe ich gar nicht gesehen, ey. Holy shit. Okay, ich mach diese Standardstrategie. Mit der Ember einfach. Holy shit. Das war ein Treffer. Ich weiß nämlich immer noch nicht, ob Geo doch besser wäre. Der läuft immer dahin, wo dieses. Ah, das hat sich deaktiviert. Ah, okay. Nein, 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 nein. Mich kriegst du nicht down, wenn dann muss ich mich heilen. Seine Knien leuchten immer auf, nur immer so kurz, immer wenn ich nicht kann. Holy shit. Ach, Mist. Gerade wollte ich ausweichen. Das ist unfair. Ach, ich dachte, ich krieg noch dieses Kristallding. Das war nämlich mein eigenes Ziel gewesen. Ich habe jetzt nichts ready. Alter, das hat sich aktiviert. Boah, der trifft mich ganz knapp nicht, ey. Ich muss ein bisschen Zeitspiel machen, damit ich die wieder heilen kann. Müsste jetzt jeden Moment der Fall sein. Am besten, wenn er nicht anrascht. So. Wobei, direkt mal heilen, weil wenn Ember wieder down geht, nicht so gut. Nehmen wir das hier. Zack, zack, zack. Okay, geht nicht. Zack, das geht auch nicht. Müssen wir heilen. Okay, passt. So kann ich nämlich besser zielen. Ah, aus. Holy shit. Ich habe 1300 wieder gegeben. Ich aber auch noch mal. Mann. Uns wird wieder kalt. Jetzt wäre das eine Möglichkeit, seine Knie anzuschießen. Und ich friere erstmal. Eieieiei. Gut, dass wir komplett warm wieder sind. Ah, was mit dir? Zack. Na, ah, nicht getroffen. Aha, wieso hat er aber gebrochen? Weil ich zu weit weg war. 1500. Nice. Einfach drauf. Der ist machbar. Ist halt nur ein bisschen lästig. Oh. Nein. So. Das war knapp. Wir hätten beinahe Schaden bekommen durch die Kälte. Ja, komm schon. War kein guter Treffer. Ja, Hauptsache ich kann treffen, sie er nicht. Ah, da. Ah, nein, 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 nein. Geht doch. Hui. Der war doch nicht mal so stark. Es war halt nur ein bisschen lästig, weil er größer ist und wenn er sich wirbelt, kann er eine größere Fläche sozusagen treffen. So, das haben wir dann auch geschafft. Aber wir müssen was auftauen. Oh, da ist etwas. Direkt mal mitcatchen. Was für ein riesiger Eisblock. Kannst du sehen, was da drin eingefroren ist? Ah, da oben ist auch noch so ein Ding. Ist das mal wieder so eine Rundführung für die ganzen Fackeln? Oh, da drin hat sich die Truhe geöffnet. Ah, hier ist auch noch so eine Dockingstation. Das heißt, hier irgendwo müsste noch so ein Fliegen. Au! Oh. Fliegendes Ding sein. Schauen wir uns das mal in Ruhe hier an. Das zählt nicht. Ach nee, das war die falsche Taste. Okay. Ach. Hat wieder aufgehört.
Das können wir auch wieder belegen. Genau. Ah, lass mich doch hier drüber. Genau. Jetzt können wir das hier nehmen. Ups, das war eine super Attacke. Das können wir nehmen. Okay. Wir müssen bestimmt kämpfen, oder? Oder ist es der, den wir besiegt haben? Ja, schauen wir uns das mal in Ruhe an, wenn ich das hier fertig gemacht habe. Ach, da ist oben so eine Schriftzeichentafel. Was steht denn da drauf? Ohne Resultat oder Antwort ging Varuch weiter zum Gipfel. Die Steintafel hat sich ebenfalls aktiviert. Alter, ich werde immer erschlagen davon. Ja, eins fehlt uns noch. Na. Ich glaube, wir müssen doch besiegen, oder? Irgendwas haben wir gemisst. Bin wahrscheinlich gerade total blind, aber... Können wir nicht ansprechen. Können wir auch nicht ansprechen. Müssen wir klettern? Ich sehe nichts. Nee, da hat sich nichts getan. Okay. Hä? Moment mal. Der hat doch irgendwas gesagt. Siehst du, ob was im Eis versteckt ist? Also, ob ich das erkennen könnte. Wieso leuchtet das denn hier so? Ach so, ja. Der zeigt mir, dass in die Richtung was hinkommt. Ja, okay, aber... ich sehe jetzt gerade keins. Moment mal, ich klettere mal hier hoch. Das hat eine andere Farbe. Was noch? Was ist hiermit? Was ist hiermit? Damit auch nicht. Wird das jetzt so wie in der letzten Episode, dass ich das eine Ding übersehe? Was ist hiermit? Ich sehe es gerade echt nicht. Was ist hier? Untersuchen. Okay. Kann ich hier nicht hochlaufen? Stecken geblieben. Was ist hiermit? Aber hier komme ich nämlich nicht durch, solange das zu ist. Ach, da bist du. Da hast du dich versteckt. Achso, ja, ich habe ausgesehen die Schrift nochmal gelesen. Wirst du jetzt diese andere Dockingstation nutzen? Wahrscheinlich, ne? Weil es sonst nichts anderes in der Nähe. Aber dann machst du wahrscheinlich nur dieses Tor auf, oder? Oder machst du, kommt da nur eine Truhe? Das bringt uns ja nicht weiter. Okay. Ach, da ist so ein Kristall. Okay. Einmal das. Wieder so ein Protokollding. Und das Auftauen. Ach, da ist ja noch eins. Ich muss aber warten, bis dieses Kristall hier respawnt. Wobei, nutzen wir die Chance. Wohin willst du uns bringen? Hier, ja. Und jetzt? Ach, das geht bestimmt da durch. Oder es geht halt nicht durch, wenn das... ja. Okay, nevermind. Das heißt, dieser Quarz, der da unten ist, ist wahrscheinlich die Lösung dafür. Genau, ist ja wieder respawned. Ich muss von unten am besten.
So, und jetzt rushen wir. Haben wir. Aktivieren. Zack. Geht doch. Das war nur diese eine Herausforderung, was wirklich challenging war. Im Sinne von, ja, nicht einfach und ja. Uff. Jetzt haben wir 3 Fragmenten aufgetaut. Ah, ja. Gut, jetzt haben die leider alle. Hey, go, go, Baron Bunny! Die sind aber nicht so stark. Mach die meine Puppe kaputt. Alter, nee, ich bin stecken geblieben. Wobei, ich habe nicht richtig geguckt. Ulti, glaube ich, brauchen wir nicht. Zack. Kommen die anderen auch? Chaosapparat. Bauen wir auch immer. Chaosapparat. Ach, geht doch. Okay, jetzt können wir durch diese Tür und können dieses fliegende Vieh weiter folgen. Muss ich echt untersuchen klicken? Ich dachte, ich kann sie kaputt smashen, aber naja, gut. Was ist hiermit? Da ist ja auch was. Ja. Kann ich das nicht kaputt machen? Doch. Okay, ja. Mit Schwert. Zack. Silber. Sternsilbererz. Ja, davon hatten wir nur 3 gehabt. Holy shit. Überraschung. Gut zu wissen, wie wir sowas finden. Alter. Hört auf, auszuweichen. Alter. Nichts getroffen. Bam. Habt ihr jetzt von. So. Wieder ein bisschen Schleim. Ja, hier haben wir auch was. Eigentlich wäre Ningguang besser. Aber das Treffen ist halt nicht so einfach. Okay. Wo geht's denn weiter? Ach. Nothing more than regular snowfall. Hier waren wir vor ein paar Folgen, glaube ich. I'll take you to see the snow that falls over Liyue. Wegweiser im Schnee. Hey! Da, da. Tag. 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 Aktivieren wir. So, suche nach einem Weg auf den Berg. Warte, haben wir die Mission jetzt komplett abgeschlossen? Nein, das ist es noch nicht. Wir müssen hier hin, dann würde ich... Es sieht für mich aus, als könnten wir auch hier laufen. Ich nehme mal diesen Punkt. Aber... Wie es weitergeht, werdet ihr erst in der nächsten Episode erfahren. Deswegen empfehle ich euch stark, ein Abo dazulassen, weil erstens unterstützt ihr mich so am besten. Zweitens müsst ihr meinen Kanal nicht suchen. Drittens, ihr müsst meine Videos nicht heraussuchen. Ihr könnt auf das Glockensymbol klicken, weil dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich einen Stream starte. Ich streame nämlich auf YouTube und nicht auf Twitch. Streams werden normalerweise auch auf meine Social Media Kanäle angekündigt. Die findet ihr auch ebenfalls in der Videobeschreibung. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, egal Fragen oder Anmerkungen. Ich versuche sie in der Regel zu beantworten und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.